Hallo Seekraus-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und ich habe die Einladung von Dark Angel angenommen, habe meine Signalflaggen zusammengepackt, wie im Livestream schon angekündigt eben oder vorhin, und habe dazu einen Blumenstrauß geformt und ja, bin überrascht. Eine männliche Stimme steckt hinter Dark Angel. Herzlich willkommen bei uns hier auf dem Teamspeak. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst oder mir die Möglichkeit gibst, hier deine Container zu öffnen. Ich hoffe, ich bringe dir Glück. Hallo. Hallo, ja, ich habe mal schnell die Blümchen noch ins Wasser gestellt und ich hoffe, ich habe ein paar interessante Sachen zusammengesammelt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, mal gucken. Hast du diese Sammlung, BL-Epoch-Sammlung, schon vollständig? Die ist leider schon vollständig, ja. Ach so, okay, das wäre ja noch richtig geil gewesen, wenn man zum Schluss noch die Sammlung hätte vollständig machen können, aber ist jetzt nicht dramatisch. Fangen wir direkt an mit dem Container-Opening. So, 36 Container hast du für uns gesammelt und wir haben dann jetzt hier so ein paar Duplikate, Jurien und so weiter. Dann haben wir wieder ein paar Luftschlangentarnung für dich hier rausgeklickt. Wo ich sagen muss, die Luftschlangentarnung finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Die hat, finde ich, richtig schöne Werte. Hat sie auch, finde ich auch. Persönlich finde ich die, ich finde sie optisch einigermaßen gut. Also, ich sag mal, eine 2 minus irgendwie. Und die Werte sind sowieso immer das Geilste bei der ganzen Geschichte, ne? So, da waren dann nochmal frostige Tanne dabei. Und jetzt kommt Weihnachtsgeschenk. Klick, 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 klick. Ah, Flaggen. Und zwar Zulu Hotel, 50 Stück. Also Kapitäns-EP werden damit geboostet. Flaggen kann man immer gebrauchen. Also gerade ganz ehrlich, diese Kapitäns-EP-Flaggen, die hätte ich so, so gerne in 50 Stück. Ich krieg aber immer Equal Speed Charlie London. Ich habe da inzwischen 600 Stück von oder so. Oh je. So, Luftschlange wieder. Und dann gibt's wieder einen Belle-Epoque-Container. Da ist wieder Luftschlange dabei und dann jede Menge Duplikate. Kriegst also ordentlich Credits hier an der Ecke, unten rechts gut geschrieben. Und Postman, Santa Claus, da gibt's Free XP für dich. Wunderbar. 10.000. Geil. Kannst du gut gebrauchen, ne? Auf dem Weg zu Alaska vielleicht? Ja, die Millionen habe ich gerade knapp zusammen, aber dann hätte ich auch keine mehr nach der Alaska. Okay. Also. Und da gibt es die nächsten Signale wieder 50 Mal Kapitäns-EP. Verdammt, gib mir doch mal EP. Also ich würd mit dir tauschen. Ja? Zulu-Hotel gibst du mir und ich krieg Equal Speed Charlie London. Und dann sind wir ganz gut, weil die gehen mir so langsam aus. Da habe ich nur noch 50, 60, irgendwie so. Ist ein Deal, können wir machen. Können wir machen. So, geht's weiter mit den Weihnachtsgeschenken. Und das ist dann wieder Neujahrsluftschlange. Oh, Weihnachtsgeschenke bis zum Umfallen. Ja, da sind ein paar aufgelaufen. Es gab ja bei den Clan Wars diesen Auftrag, dass man so ein paar kleine Containerchen erspielen konnte und die sind dann mit reingerauscht. Ja, klar. Ich habe auch jede Menge bekommen, unzählbar sozusagen. Und jetzt haben wir nochmal Zulu, also Creditpunkte. Credit ist auch immer super. Habe ich ja immer einen Mangel dran. Ja, Creditpunkte, das kann ich verstehen, wobei mir das nicht so geht. Ich habe wieder 10.000 Free XP für dich. Super. Ich habe glücklicherweise durch diese Kampagne, die ich da gefahren habe, so viele Schiffe doppelt bekommen, dass ich mich jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, 82 Millionen Credits hochgearbeitet habe oder so. So viel habe ich noch nie gehabt. Ja, ist für mich auch der neue Rekord, diese Summe. Jetzt haben wir hier 50 Mal Papa Papa, also Free XP. Kannst du weiter boosten. Sehr coole Flaggen, wie ich persönlich finde. Papa ja. Papa kann man immer sehr gut gebrauchen. Und jetzt geht's weiter wieder mal mit Belle Epoque. Schöne Mischung hier drinne. Duplikate, Neujahrsluftschlange. Also Credits boosten wir jetzt ja auch gerade mit den Duplikaten. Und jetzt gibt es einen, was ist denn das? Ein großer Container sozusagen. 2.000 Dublonen. Ja, super. Geil. Und nochmal ein großes Santa Claus Geschenk. Und Kohle. Ja, perfekt. 12.500. 12.500 Kohle, geil. Kohle ist immer gut. Kann man alles Mögliche für kaufen. Ja, und nochmal ein großes. Oh, hier. Pan-asiatische Laterne. Kapitäns-EP 555% und EP im Gefecht plus 200%. Also. Ich glaube, da werden demnächst ein paar Elite-EP. Achtung, da kommt was. Da kommt was Besonderes. Ich habe ein Geräusch gehört. Da kommt was Besonderes. Das ist ein Schiff. Welches Schiff? T61. Ja, ja, geil! Sehr geiler DD auf der Tierstufe. Und ein 10er Kapitän dazu, plus den Hafenslot natürlich. Richtig cool. Sehr geil. Herzlichen Glückwunsch. Super, danke schön. Die macht Spaß. Gibt's übrigens auch ein Schiffsvorstellungsvideo bei uns auf dem Kanal für. So, und wieder Dublonen. Nochmal 2.000.
Ja, die haben sich ja richtig gelohnt, die Container, muss ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann gibt's wieder Belle Epoque. Wieder Papa-Papa-Signale, 30 Stück. Nochmal frostige Tanne mit Duplikaten. Und jetzt geben die, jetzt geht's mit den kleinen Geschenken weiter. Mal sehen, was ist da drin? Ja, wieder Kapitäns-EP, 50%. 50 Flaggen davon. Du hast ja schon 150 Flaggen für Kapitäns-EP bekommen. Kann ich eine Menge boosten. Ja. Und dann haben wir hier Juliet Charlie 30. Ja, die sind immer gut. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass mein Schiff unterm Hintern explodiert ist. Wobei, die kriegst du ja dann mindestens im 10er-Pack gut geschrieben, wenn du mal, wenn dir Schiff explodiert ist, ne? Ja, da kriegst du mindestens eine Gutschrift. So, dann sind wir bei Frostige Tanne. 5 Stück. Und wieder doppelt Duplikate bei der Belle Epoque. Und dann haben wir wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk. Was dann hier wieder Luftschlangen für dich enthält. 4 Stück. Und jetzt geht's weiter mit Belle Epoque. Da haben wir wieder Frostige Tanne mit dabei. 5 Stück. Der Rest sind Duplikate. Also insgesamt an Duplikaten hast du schon einiges bekommen. Das ist bestimmt auch nochmal so 200.000, 300.000 nachher an Duplikats-Credits. Dann haben wir Neujahr Typ 3, 5-mal. Ah, das war jetzt bisher das erste Mal, dass die drin waren. Die kommen wohl was seltener. Und jetzt gibt es nochmal einen mittleren oder einen großen Container. Da ist Tarnung drin und zwar 5-mal Frühlingshimmel. Ah, wunderbar. Da ist mir nämlich die letzte letztens ausgegangen. Ja, Free XP 777% und EP im Gefecht 200%. So, weiter geht's. Und da gibt's wieder kleines Weihnachtsgeschenk. Und da gibt's dann die Typ 59 Lackierung, die 200% im Gefecht bringt an EP. Finde ich dann auch eine sehr schöne Camo. Ja, finde ich auch sehr schön. Und dann gibt's hier einen ganz... Ist das ein großes? Das sind die mittleren. Was sind denn da die Gold eingepackten? Ich dachte, das sind die mittleren. Naja, wie auch immer, Wayvan, 15 Stück. Also gibt's auch die Credit-Punkte oben drauf. Jetzt gibt's wieder ein kleines Geschenk. Und da haben wir 50 mal Papa Papa. Und dann gibt's wieder ein Geschenk mit Siegel obendrauf. 10-mal Neujahrsluftschlange ist da drin. Da werde ich wohl bald eine neue Linie in Angriff nehmen können mit dem ganzen Boost, sich da. Ja, ich denke auch, die Flugzeugträger stehen ja an der Tür. Und jetzt gibt's 1000 Dublonen. Ach, ach, dann habe ich die gold eingepackten Container, sind eigentlich die großen Container, also die Mega-Container. Das hier sind die mittleren Container und das andere sind die kleinen. Ich habe die vorhin vertauscht. Gold eingepackten Geschenke waren vorhin schon die großen. Alles klar. Okay, deswegen. Wieder, jetzt hast du schon 5000 Dublonen aus dem Container gezogen. Ja, kann man absolut nicht meckern. Überhaupt nicht. Und ein weiteres mittleres Weihnachtsgeschenk. Und dann gibt es hier Neujahrsluftschlange, 10 Stück. Und ein Supercontainer. Mit 25-mal Basilisk. Das ist die Flagge, die 30% Quellpunkte im Gefecht bringt und 75% EP je Gefecht. Das ist super. Gerade an die kommt man so schlecht ran, an die Signale. Nächster Supercontainer. Kohle. 15.000. Boah, der hat hier einen Lack, ey. Das sind jetzt 27.500 Kohle, die du aus dem Container gezogen hast bei dem Opening. Sehr geil. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und der letzte Supercontainer. Wieder Flaggen. Equispeed Charlie London. Hast jetzt 100 Stück bekommen. Du hattest ja vorher immer die Kapitänsdinger. Und da Equispeed Charlie London und die Kapitänsflaggen ja miteinander quasi kooperieren, also voneinander profitieren, du solltest immer Equispeed Charlie London am Schiff mit ranmachen, wenn du dann auch die Kapitäns-EP boosten. Und das ja quasi darauf basiert. Ne? Also ja, kannst du jetzt 100 Gefechte beide Flaggen zusammen benutzen. Und das ist gut, von denen hatte ich nämlich auch am wenigsten. Sehr geil. Sehr geil. Ja, und damit sind wir am Ende des Container Opening. War doch dort ein oder andere nette, Überraschung dabei. Da ist einiges Schönes bei gewesen, also hat sich gut gelohnt.
Bergbau. Fragen. 1007. Gespielt. 11. Also, Erfolg hat keinen Mangel. Ja, das ist so. Außer bei den Sondersiegen. Ja, ich bin so ein kleiner Messi. Ich horte immer gerne alles und. Ja, und dann hat man natürlich auch eine ganz andere Schwelle, wo man dann sagt, oh, da wird's langsam knapp. Ja, das stimmt. Nee, also super. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass wir hier die Chance hatten. Die Kontrolle von dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. 36. Nett. Jetzt die Einladung an euch alle da draußen, die Bock haben, Container-Opening quasi von euch auf unserem Kanal sehen zu wollen, dann könnt ihr mich gerne über Discord oder hier. Ihr könnt da einfach kommentieren, dann lade ich euch ein auf unser Ja, da sprechen weitere. Ja, gesagt, herzliche Einladung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder uns einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abonnement, ein weiteres Video. Und das weiß ich, ein Entertainment-Video. Wir haben auch hier Rock'n'Dog in der Taschenpost weiter. Und natürlich die Livestreams Samstag statt. So, vielleicht sehen wir uns ja wieder und dann bis zum nächsten Mal. Dann erstmal danke, Dark Angel. Und ja, auch bei dir sagen wir dann zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.